wo ich in Weißenburg den Stefan auf die Bühne hole. Ich habe das auch in einem Selbstgespräch nochmal erwähnt und dann sage ich, jetzt denk einfach, die Worte machen jetzt Vorstellungen in dir. Ich hole den Stefan, ich könnte jetzt den Heiko nehmen, du denkst jetzt den Heiko aus, wir denken uns jetzt den Heiko und den Udo aus, du denkst jetzt einmal, du wärst der Heiko. Der Udo sagt zum Heiko, halte mal deine zwei Hände vor dich hin, mach das. Halte die zwei Hände vor dich hin, dass du schau die an. Ich könnte jetzt schon sagen, die waren die ganze Zeit nicht da. Jetzt mach mal die Hände, jetzt ball die zu einer Faust. Ball sie zu einer Faust und mach sie wieder auf. Jetzt ballt sie wieder zu einer Faust und jetzt mach sie wieder auf. So, und jetzt, pass auf, jetzt gehe ich einmal davon aus, dass du der Heiko bist. Hast du als Heiko das Bedürfnis, diesen beiden Händen, die du dir jetzt ausdenkst, zu erklären, dass du derjenige bist, der Heiko, der diese zwei Hände auf und zu macht? Nein. Überhaupt nicht. Moment, der Trick kommt erst. Der Witz ist jetzt, was dir klar sein soll, dass ich als Udo überhaupt nicht das Bedürfnis habe, den Heiko zu erklären, dass ich dran schuld bin, dass er die jetzt seinen Händen befohlen hat, dass die auf und zu gehen, weil der Heiko hat jetzt das gemacht, was ich gesagt habe und die Hände haben das gemacht, was der Heiko gewollt hat. Aber jetzt ist die Frage, ist der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, nicht bloß eine Figur in einem Traum und machen Figuren in einem Traum nicht prinzipiell das, was der träumende Geist träumt? Ja. Also Udo, das ist die Reihe, das habe ich im Blind, das geht nicht, wenn man das einmal hört und es irgendwie logisch erscheint. Das führt dich aus dieser Welt heraus als Geist, in die du dich selber einschwörst. Da gibt es ja nichts zu dir. Das ist hundertprozentig sicher, was ich jetzt spreche. Alles, was ich spreche, ist für einen, der meinen Gedankengängen folgt, hundertprozentig sicher. Es stellt sich nicht die Frage, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Es stellt sich vielleicht sehr wohl in manchen die Frage, die ich mir jetzt in manchen Programmen, die zwingen dir dann auf, kann ich das glauben oder kann ich es nicht glauben? Aber wenn du das jetzt wieder von einer höheren Ebene beobachtest, wirst du feststellen, dass das eigentlich nur eine Frage ist, wem vertraue ich mehr, meiner Logik oder dem Geschwätz vom Udo? Obwohl das der Udo nur der Erste ist, nur Sachen sagt, die du sofort überprüfen kannst, wirst du merken, wie mächtig diese anerzogene Logik ist. Und jeder, der Unglaublich. logisch bleiben will, sperrt sich in das Gefängnis dieser einseitigen, fehlerhaften Logik. Fehlerhaft schon aufgrund dessen, dass solange eine Logik im Widerspruch zu einem anderen Denksystem, zu einer anderen Logik steht, ist sie unvollkommen, ist sie fehlerhaft. Du wirst von mir nie hören, dass irgendjemand nicht recht hat oder dass etwas, was jemand, den wir uns jetzt ausdenken, logisch erscheint, aber mir selbst mit meinem jetzigen Programm unlogisch erscheint, dass dem seine Logik unlogischer wäre wie meine Logik. Denken wir dann das Beispiel mit Basic Windows und Linux. Nicht kompatibel.